Hallo Koblenz, was geht ab? Ich sollte mal einen Text zum Thema Nostalgie schreiben. Das passte mir sehr gut, denn ich denke sehr gerne daran zurück, wie ich damals immer andere Kinder verprügelt habe. Darum geht's eigentlich. Meine Mutter hält mir ständig vor, dass sie mich unter Schmerzen zur Welt gebracht hat. Aufgrund dieser Umstände verdient sie wohl einen Kuss auf die Wange, als sie mich vor dem Kindergarten abliefert. Sie winkt und ruft mir hinterher: Aber sei brav, denk dran, ich hab dich unter Schmerzen zur Welt gebracht. Wie gefordert habe ich gute Laune und Stoppersocken dabei, als ich die Räumlichkeiten der Bärengruppe betrete. Aber dann sehe ich dich. 80 Zentimeter Feindbild, das unter einem akkuraten Pottschnitt in eine Latzhose gesteckt, gerade versucht, einen Flummi zu essen. Du mit deinen blinkenden Schuhen bist wohl in Einhornscheiße getreten, hm? Ich weiß, dass du das warst, der das mit den Käfern und dem Feuerzeug gepetzt hat. Ich sag immer, wer Pflaster auf dem Auge trägt, sollte nicht mit Steinen werfen. Leuten ohne Pflaster auf dem Auge ist das durchaus erlaubt. Aber seit dir irgendjemand einen Stein ins Auge geworfen hat, ist dir dieses Recht leider nicht zugänglich. Seit diesem Vorfall stehe ich unter Beobachtung, weil man an meinen Fingern Spuren von Steinen gefunden hat. In einem Kindergarten scheint das für eine Belastung ausreichend zu sein. Ich habe gelesen, dass das Verfassen von Battle-Rap-Texten keine direkte Suspendierung bewirkt. Also schaue ich um die Ecke und sehe mich kritischen Blicken von Annette ausgesetzt. Ich habe den Pöbel aufgehetzt, aber sie äußert sich nicht. Also steige ich auf ein Stühlchen und ich räuspere mich. Ich kann dir trotz klebender Rotzfäden einen Klotz gegen den Kopf geben. Mein Arzt hat gesagt, ich wäre stark und gut entwickelt. Meine Popel habe ich mit deinem Nachnamen betitelt. Ich habe eine Frage und ich wette sehr viel Geld darauf. Sag, kommst du aus der Eifel oder warum siehst du so seltsam aus? Mit Recht wirst du im Sport immer als Letzter gewählt. Ich habe gehört, du weißt nicht mal, wie man korrekt bis 13 zählt. Jo, du darfst mich nicht anfassen. Ich heb dein Grab im Sandkasten aus. Bei meinen Schlammschlachten häufig ganze Landmassen aus. Statt Ostereiern solltest du mal deine Reife finden. Klett ist für Verlierer. Ich kann Schleife binden. Mein Freundebuch zählt viele Einträge. Mein Bobbycar hat viele Einschläge. Jo, ich beleidige beileibe keine Randgruppen. Aber ich spiele Memory und du mit Handpuppen. Erzieherinnen lieben mich, weil ich niedlich bin. Wenn ich mit meinen Augenkollern knien sich alle Kinder hin. Jo, du hast Kicker gespielt, ich hab mit Stickern gedealt. Ich erkämpfte mir den Schein, du darfst mein Senftenträger sein. Ich will Spendengelder an alle Bedürftigen verteilen. Also an mich. Denn ich beschäftige mich mit recht heftigem Shit. Sowas rechnet man mit, wenn man den Sektor betritt. Also heul nicht, wenn ich einen Becher Saft auf dich verschütt. Denn ich muss Weltmeere spalten und die Fäden verwalten, um im gegebenen Falle noch eine Rede zu halten. Habe ich spontan und das im Stand, immer ein Mic und ein Podest zur Hand. Also höre mir gut zu, wenn ich das Volk vor mir vereine. Denn ich hab Charisma und ein paar ziemlich coole Steine. Ich stehe dir zur Seite, ob du's willst oder halt nicht. Ich dichte schöne Abklatschreime in deinem Gesicht. Ich schubs dich gern, wenn du dich wieder mal nicht von der Rutsche traust. Der Weihnachtsmann ist nur da, damit du mehr Coca-Cola kaufst. Ich fühle mich einfach gut, wenn ich mit Kräftedifferenz prahl, also bück dich und pflück mir eine Blume für mein Denkmal. Das alles denke ich, denn ich bin 2 Jahre alt und ich kann überhaupt noch gar nicht reden. Der Arzt hat gesagt, ich wäre in meiner Entwicklung etwas zurückgeblieben. Ich werfe mit Kacke, um meinen Unmut zu untermauern. Dann muss meine Mama mich abholen. Sie sagt, sie hat mich trotzdem lieb. Das begrüße ich. Sie sagt, dafür, dass sie mich unter Schmerzen zur Welt gebracht hat, könnte ich aber etwas dankbarer sein. Ein bisschen Kacke ist noch übrig. Aber ich glaube, die spare ich mir für morgen auf. Danke.